Hallo und willkommen bei How2 Buddies. In diesem Video geht es um unsere Ausrichtungssperre beim iPhone 15 bzw. auch beim iPhone 15 Plus. Falls ihr das habt, ist natürlich genau das gleiche. Und zwar hat die Ausrichtungssperre die Funktion, dass wir, wenn wir das Handy drehen, dann eben über die Ausrichtungssperre festlegen können, ob der Bildschirm mitgedreht werden soll oder nicht. Ich gehe mal hier als Beispiel in unseren Safari-Browser. Hier habe ich jetzt gerade unseren YouTube-Kanal aufgerufen und mal angenommen, ich liege irgendwie abends auf dem Sofa, so halb schräg, habe das Handy so vor mir und gucke mir das dann so an. Dann habe ich vielleicht genau diesen Punkt, wo das Gerät dann immer automatisch wechselt zwischen Queransicht oder Hochansicht. Das kann natürlich irgendwie nervig sein, wenn man eigentlich jetzt so liegen bleiben möchte, aber das Display sich nicht mitdrehen soll. Dann könnt ihr ganz einfach einmal runterwischen, ist bei Apple ganz easy gelöst und einfach hier auf dieses Schloss klicken, zack, und dann seht ihr oben Ausrichtungssperre ein und jetzt kann ich mich noch und nöcher drehen und das Bild wird nicht mehr mitdrehen. Das ist eben der Sinn dieser Ausrichtungssperre. Kann natürlich auch sein, wenn ihr in euren Fotos irgendwie oder die Fotos angucken wollt, hier im Album, da kommt das auch schon mal vor, bei mir zumindest, dass ich dann irgendjemandem ein Bild zeigen möchte und möchte ihm das vielleicht entweder quer zeigen oder auch nicht, oder irgendwie das Foto wurde um 90 Grad verdreht gespeichert oder aufgenommen, dann hat man manchmal das Problem, dass man das irgendwie drehen möchte, dann springt entweder das Bild mit oder eben nicht, je nachdem, wie es gerade, was für einen Anwendungsfall ihr habt. Auf jeden Fall könnt ihr dann einfach eben das Schloss aktivieren oder deaktivieren und könnt dann eure Fotos angucken, wie ihr wollt. Also, gerade bei Videos natürlich auch im Videoformat, wenn ihr bei YouTube zum Beispiel guckt und so, da macht das schon Sinn. Aber es ist ganz einfach, einfach runterwischen, Schloss aktivieren bzw. deaktivieren, mehr ist das gar nicht, und dann wisst ihr schon Bescheid, wie ihr euer iPhone 15 dazu bringt, dass es entweder das Display mitdreht oder nicht, wenn ihr das Gerät dreht. Ich hoffe, das Ganze war für euch hilfreich, hat euch gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da für uns, abonniert gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüss!